Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Wir haben vor ein paar Wochen, genau am 30.09., einen Igel gefunden. Da war er ganz lütt und hat nur 264 Gramm gewogen. Und ja, wir haben den jetzt hier drin in so einer Kiste, in einer Mörtelwanne. Das hat den Grund, der Igel hat eine Lungenentzündung gehabt. Wir haben sie jetzt sehr kuriert. Wir sind da zum Arzt gegangen. Dann hat er Medizin und alles bekommen. Und jetzt ist er wieder gesünder. Wir gucken uns den mal an. Hier guckt er auch schon raus, wie man sehen kann. Da ist er zu sehen. Und der ist auch ganz schön frech. Der beißt dann ab und zu sogar schon in den Finger. Mal gucken, wenn man ihn hier so ein bisschen Trockenfutter hinpackt. Also wir füttern ihn mit Trockenfutter und mit Nassfutter, Katzenfutter. Nur Katzenfutter. Gucken mal. Und heute muss er eben halt mal wieder gewogen werden. So, hier haben wir den Kleinen. Hier haben wir ein bisschen Papier reingemacht. Und so. Hier ist er. Gucken, ne? Und knuspert er es? Ne, er ist, glaube ich, ein bisschen aufgeregt, aber sonst frisst er ja noch fast aus der Hand. So, wir gucken mal. Nehmen den mal raus. Am besten ist, wenn man den Igel rausnimmt oder überhaupt anfasst, dass man ihn von unten nimmt. Der ist jetzt ja schon recht zahm, wie man sieht. Er kräuselt sich gar nicht zusammen. So, mal gucken, ob man den mal von vorne sehen kann. Oh, so sieht das aus. Ganz liebes Tier ist das. Und der hat auch schon schön zugenommen. Der wurde auch schon entwurmt und entzeckt und gegen die Flöhe behandelt, die so ein Igel haben kann. Ja. Genau, einmal die Waage anmachen. So, ihr kennt das ja schon, wie das hier abläuft. So. Gut, dann kommt das ganze Igelchen hier rein. Immer vorsichtig sein mit dem Igel. Wir haben ein Gewicht von 662. So, wir haben hier auch immer ein Protokoll. Schreiben dann immer auf, wie viel er zugenommen hat. Das machen wir jetzt zwar nicht täglich, aber schon in regelmäßigen Abständen. Da steht auch drauf, wann gegen Flöhe behandelt genau, Flöhe. Worden sind, wann er die Wurmkuren bekommen hat oder wann er beim Tierarzt war, wo die Lungenentzündung zum Beispiel festgestellt wurde. So, gut, dann holen wir den Ganzen mal wieder raus, den Kleinen. So, und wenn man den jetzt immer schön hier unter dem Bauch fest, da piekt er auch nicht, kann ihn schön rausnehmen. So, und wir haben ja noch zwei weitere Igel, die waren auch so lütt wie er. Jetzt hat er ja hier schon schön zugenommen, wie man sehen kann. Und er ist auch gar nicht mehr so scheu. Und er wäre eben halt über Winter nicht durchgekommen. Der war viel zu klein mit seinen 264 Gramm. Viel zu klein. Der hätte auch kaum noch Futter gefunden, weil er auch schon Frost war zu dem Zeitpunkt. Und ja, deswegen haben wir ihn bei uns aufgenommen. Und er ist jetzt nur in dieser kleinen Kiste, weil wir ihn von den anderen Igeln separiert haben. Wegen dieser Lungenentzündung. Gut, wir wollen ihn nicht länger stören. Jetzt kommt wieder die Kiste rauf und dann fühlt er sich auch wohl. Er mag das immer schön dunkel und abends kommt er dann raus und dann kriegt er hier entweder Trockenfutter, aber abends eigentlich immer Feuchtfutter und zwar nur Katzenfutter. Oh. Ja, und die anderen Igel haben wir jetzt hier im Gewächshaus. Die Hunde kommen jetzt mal nicht mit. Ihr bleibt mal schön hier hinterm Zaun, weil die würden uns jetzt stören. Zurückbleiben. So, wir haben hier das Gewächshaus ein bisschen umgebaut zu einer kleinen Igel-Auffangstation. So, wir machen mal das Ganze auf hier. Und die können im Tapir auch draußen bleiben. Die sind gesund. Das geht jetzt nur wegen dem einen, den haben wir drin, weil er im Tapir die Lungenentzündung hatte. Wo er jetzt auch ja, nur noch zur Beobachtung drin ist. Gut. So. Kommt mal rein hier in das bescheidene Heim. Hier haben wir jetzt ein bisschen Stroh aufgeschichtet, weil wir kein trockenes Laub hatten. Das hat jetzt die letzten Wochen eigentlich nur geregnet, matschiges Laub war. Und deswegen haben wir jetzt hier Stroh genommen, aber da kommt noch ein schöner Laubhaufen hier rein. So, hier sollen die Igel irgendwo drin sein. Hier sieht man schon einen. Anderes gleich daneben. So, und wenn man hier mit der Hand reingeht, ist das auch schön warm. Die halten hier schön die Temperatur drin. Und das Beste war, oder das fand ich ganz interessant, wir haben das hier nicht richtig zugemacht. Dann sind die hier
entflohen die Igel. Und dann dachten wir schon, gut, jetzt sind die Igel weg. Aber ein paar Tage später sind die wiedergekommen. Weil hier gab es nämlich schön trockenes Stroh, konnten sie sich schön verstecken. Und Futter gibt es ja auch immer schön. Deswegen wäre das ja blöd, wenn diese nicht weg, wenn die wegbleiben würden. So. So, der ist ein bisschen pieksig. Gut. So. Das sind mir die zwei. Also die sind hier nicht ganz so handsam. Da sieht man auch schon, der krault sich schön zusammen. Und jetzt haben wir hier so eine kleine Transportkiste. Da kommen die erstmal rein. So. Man muss natürlich immer dran denken, das ist ein Wildtier. Aber wie gesagt, viel zu klein. Und wenn man jetzt auch irgendwie Igel findet und das mitten im Sommer ist und das sind so kleine Igel, denn bloß liegen lassen oder laufen lassen, da sind die noch nicht pflegebedürftig. Das geht nur um die kleinen Igel, wenn die wirklich so weit unter 800 Gramm haben. Bei 800 Gramm brauchen sie, um in den Winterschlaf zu gehen. Wenn die weit drunter sind, sollte man denen im Tab helfen, wenn schon die ersten Nachtfröste eingesetzt haben. Gut, jetzt suchen wir mal den zweiten. Im Prinzip braucht man ja hier immer nur so ein bisschen reinstochern. Das merkt man dann irgendwann, wenn das hier piekst. Hier haben wir den zweiten. So. Das ist sie, die sticht. So. Da muss man gucken. Am besten immer unter dem Bauch. Weil unter dem Bauch haben die im Tab ganz weiches Fell, wie man hier auch an der Seite sehen kann. Und dann kommt er jetzt auch hier in die Kiste. Da sieht man aber den Unterschied von der Größe. Auch ein schönes Igelchen. Ist das jetzt hier ein Igelweibchen eigentlich? Das ist das Weibchen. Aber das ist ja so eine kleine Familie. Das muss ein Wurf gewesen sein, vermuten wir. So. Und jetzt, hier sieht, so sieht das aus. Unsere kleine Transportkiste. Und jetzt geht das wieder zurück. Und dann wiegen wir die gleich mal. Aua! Kopf gestoßen. Und so hat eben halt auch jeder Igel hier unser eigenes, sein eigenes Protokoll, wo auch immer Gewicht angegeben wird. Damit man die auch nicht verwechselt. Und ja, meine Mutter, die macht das ja eigentlich immer. Die weiß auch ganz genau, welcher Igel wie heißt und wie aussieht. Ich muss ehrlich sagen, für mich sehen die Igel beide gleich aus. Sie haben Stacheln und ja, gut. Nee, das Weibchen hat ein bisschen mehr Weiß drin in den Stacheln. Ja? Ja. Also daran erkennt man auch schon den Unterschied? Nee, eigentlich nicht, bei ihr erkennt man das so. Okay. Um genau sicher zu gehen. Aber jetzt kann man hier auch schön sehen, wie er sich zusammenrollt. Könnt ihr das sehen? Hier hat man die kleine Stupsnase, die Pfötchen. Und die werden auch richtig, also können auch richtig frech sein. Ich hatte das gestern beim anderen Igel, wollte ihm Futter hinstellen. Da war der so gefräßig, da hat er mir schon in den Finger, in den kleinen Finger vorher gebissen. Gut, das ist immer schon ein gutes Zeichen, dass sie hungrig sind. Dass sie einen gesunden Appetit haben. Gut, einmal wiegen. Er hat 575 Gramm. Da merkt man auch, der ist viel, sitzt viel ruhiger. Der andere hat ja die ganze Zeit hingehappelt. Hampelt, nicht happelt. Ja, und so hat eben halt hier jeder Igel sein Protokoll. Wir haben heute den 3.11. Und steht hier auch, wann wir den gefunden haben. Am 15.10. Nee, drehen wir um. Haben wir schon ein bisschen länger. Den haben wir am 6.10. gefunden. Mit einem Gewicht von 294 Gramm. Und wie gesagt, wir haben heute den 3.11. und er wiegt schon 578 Gramm. Also der hat gut zugenommen, aber es reicht noch nicht für den Winterschlaf. Genau, weil für den Winterschlaf brauchen die Igel 800 Gramm. Auch er war beim Tierarzt und hat seine Wurmkuren bekommen und was gegen Flöhe. Ja, das ist auch ganz wichtig, denke ich, wenn man Igel aufnimmt bei sich. Jetzt sieht man ihn mal so ein bisschen mehr. Dass man die Tiere auch wirklich zum Tierarzt bringt. Mal durchchecken. Da sieht man, dass es ein Männlein ist, da wo der Finger ist, wo sein kleines Pfötchen ist. Das ist das Zeichen, dass es ein Männchen ist. Ja, jetzt gibt es hier Katzenfutter. Die Igelnäpfe ist immer wichtig, dass man die schön sauber hält, weil das auch mal passieren kann, dass der Igel in den Napf reinkotet. So.
Ja, jetzt kriegt jeder so eine halbe Dose. Gut. So, die gehen auch ungefähr gleichzeitig so zur Jagd los. Und dann finden die ihre Näpfe hier. Und ja, dass sie sich dann nicht um einen Futterplatz streiten müssen, gibt es hier zwei Futterplätze. So. Dann haben wir hier die Futterstelle. Kriegt jeder einen hin. Und jetzt haben wir hier noch ein bisschen was zum Knabbern hingepackt. Einmal Trockenfutter. Ist ja auch Katzentrockenfutter. Also ganz wichtig ist immer nur Katzennahrung. Oder was wir hier auch noch haben, das sind so getrocknete Hähnchenflügel. Es gehen auch Hähnchenhälse. Und das hat einfach den Sinn, dass der Igel oder die Igel jetzt hier, dass sie nicht auf Langeweile kommen. Weil draußen in der Natur, wenn sie im Freien rumlaufen, da haben sie ja Schnecken, was sie da dran rumknabbern können und Würmer rausziehen können aus ihren Löchern und ein bisschen rumbuddeln können. Und hier haben sie natürlich nicht so viel Platz und dass sie eben dann noch ein bisschen was zu tun haben. Und da kann so ein Igel schon ein bisschen dran rumknabbern. Ja, dann möchte ich euch noch die Internetseite www.proigel ans Herz legen. Die ist sehr gut aufgebaut. Da gibt es viele Informationen für einen Igel oder wie man ihn füttert, was für Nahrung es er braucht. Und auch für Ärzte kann das ganz interessant sein. Da steht nämlich auch, was für Medikamente so ein Igel bekommen darf und welche nicht, weil er darf natürlich nicht alle so bekommen. Gut, das war's hier erstmal mit dem Igel, mit den Igeln. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Videos gucken wollt, dann verlinke ich euch hier welche. Und schreibt mal in die Kommentare unten, ob ihr noch mehr Igel-Videos sehen wollt, so wie dieses jetzt oder nicht. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.